die letzten Videos verteilt von mir, kam es immer mal wieder zu Nintendo-Themen, auch wenn ich jetzt inzwischen nicht mehr so viel mit der Firma zu tun habe und mein Content auch sehr weit weg von Nintendo inzwischen ist, ich gar keine Gaming-Videos mehr mache und auch nur noch selten in den Livestreams irgendwie Nintendo-Spiele spiele, ist es irgendwie immer trotzdem an mich herangedrungen, dass die Firma einfach extrem schlecht geworden ist und es ist eigentlich so eine Firma... Inzwischen, ich weiß nicht, eigentlich sollte man die Firma legit haten oder beziehungsweise legit einfach versuchen, die so lange zu boykottieren, bis es sich irgendwie bessert. Und zwar ist das nämlich letztens eigentlich wieder oder heute sogar an mich wieder herangedrungen. Ich nehme das Video gerade eben den Tag vorher auf, bevor ihr es seht. Und zwar war ja eigentlich schon letztens ein kleiner Aufstand wieder diesbezüglich, wo ich eigentlich jetzt auch schon in ein Video hätte verpacken können. Und zwar nämlich ist ja seit einiger Zeit der Mario-Film da. Ja, inzwischen weiß es jeder, vor allen Dingen jeder von meinen Zuschauern. Schauen so oft, wie ich jetzt schon darauf eingegangen bin. Und das habe ich noch nie so wirklich angebracht, aber allein schon an solchen Dingen, wie das in dem Mario-Film zum Beispiel, bei den Credits, dass der Donkey Kong-Rap, der ja von Grant Kirkhope komponiert wurde, einfach nicht Grant Kirkhope dort angegeben ist in den Credits und der einfach dementsprechend dort einfach ausgelassen wird, was den auch schon sehr angekotzt hat. Nur mal so ein kleines Ding, das hatte ich nämlich vergessen gehabt, bei den letzten Videos noch zu erwähnen. Aber auf jeden Fall, um was es nämlich heute gehen soll, ist nämlich die Videos von dem YouTuber Infinite Bits. Der hat nämlich den Mario-Film als Level in Mario Maker 2 nachgebaut. Also für die, die jetzt nicht ganz so viel mit Nintendo jetzt zu tun haben. Und wie gesagt, auch an alle, die jetzt nicht so viel jetzt Ahnung davon haben, über die komplette Thematik Ahnung haben, warum das jetzt eigentlich so, was jetzt Nintendo besser gesagt schon alles gemacht hat. An die würde ich einfach mal empfehlen, geht einfach mal bei meinem Kanal hin und schaut euch einfach mal die Videos hier an, die Nintendo-Videos, also das und das Neueste eigentlich, also das, was jetzt davor online gekommen ist. Schaut euch die einfach an. Es ist einfach gut, um das ganze Thema zu verstehen, denn es ist schon sehr viel diesbezüglich passiert und wie gesagt, ich habe da auch schon sehr viel drüber geredet, über das Ganze. Das sind ungefähr 40 Minuten Videomaterial in dem Stil hier, wo ich darüber gesprochen habe und schaut euch das Ganze einfach an, wie gesagt, diesbezüglich. Es ist einfach dumm und einfach extrem nervig, was man sich heutzutage so als Nintendo-Fan einfach anhören muss oder beziehungsweise antun muss mit Nintendo. Für die, die es nicht wissen, ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Es ist ja jetzt schon die letzten Tage wieder besonders so gewesen, dass Nintendo extrem viele Videoinhalte und alles Mögliche von Leuten, von Fans runternimmt. Also wenn du irgendwas mit Nintendo hochlädst, ist es inzwischen sehr wahrscheinlich, dass es einfach wieder runtergenommen wird von Nintendo, dass es gelöscht wird, schlimmstenfalls gestrikt wird. Vorzüglich oder bevorzugt erstmal bei Mod-Videos, die sich mit Mods darum gehen, was auch schon übelst dumm ist. Aber inzwischen sind wir schon bei dem Punkt angekommen, wo das Ganze einfach mit komplett normalen Videos passieren kann. Und dazu geht es auch heute in dem Thema ein bisschen. Und es kann auch passieren, dass Fan-Mods zum Beispiel runtergenommen werden, also irgendein Mod zu irgendeinem Spiel, dass das runtergenommen wird. Oder jetzt inzwischen sind wir schon an dem Punkt angekommen, dass wenn man in dem Nintendo-eigenen Spiel, Mario Maker 2, ist ein Spiel, ist es, in Mario Maker 2 geht es nämlich darum, dass jeder seine eigenen Level im Mario-Stil bauen kann und hochladen kann. Und inzwischen sind wir schon angekommen, dass diese Level diesem Spiel auch von Nintendo gelöscht werden. Und das nicht mal, wenn es gegen irgendwelche Richtlinien in Bezug auf die Level angeht. Oder kommt so, ist das Ding. Wir gucken uns das einfach mal an. Der YouTuber Infinite Bits hatte nämlich vor 8 Tagen ein Video hochgeladen. I turned the Mario Movie in the video game. Also der ist halt hingegangen und hat die kompletten Level aus dem Mario Film auf jeden Fall. Ist halt hingegangen und hat sich verschiedene Stellen aus dem Film gemacht und hat halt versucht, den Film sozusagen in Mario Maker in Level umzubauen. Also sprich, es ist keine Mod, nichts, nicht mal viele Sequenzen aus dem Film hat er verwendet. Er hat einfach nur die Level gebaut in Mario Maker, in dem eigenen Spiel von Nintendo. Hat er anhand von dem Film Level gebaut. Das Video selber ist noch online, ihr könnt es hier sehen, vor 8 Tagen. Aber jetzt ist Nintendo hingegangen und hat nämlich 2 Level von ihm in Mario Maker gelöscht. Wir können uns jetzt nochmal das Bild anschauen. Er hat sogar auf Twitter gepostet. Nintendo ist hingegangen und hat er hatte den Film in 9 Parts, sage ich mal, aufgebrochen, sage ich mal, und hat dann anhand davon halt die Level gebaut. Also er hat 9 Level basierend auf den Film gebaut und die wurden jetzt 2 davon gelöscht. Und das ganz Besondere ist, ich habe es jetzt selber noch nicht nachprüfen können, aber ich habe auch schon gehört, dass jetzt bereits schon ein drittes von den 9 Leveln gelöscht worden ist. Nintendo geht hin und tut die Level aus den eigenen Spielen, die Fans gebaut haben,
löschen. Wenn du irgendein Nintendo-Fan bist, wir können es einfach mal ins Verhältnis stellen. Stell dir vor, die Nintendo-Fans sind irgendwie so ein Eimer. Und Nintendo ist irgend so ein Typ, der sich in seinem Zimmer eingeschlossen hat, nicht mehr rausgeht. Du bist jetzt der Eimer als Nintendo-Fan. Und Nintendo sitzt sich gerade eben in dem Moment gefühlt über dich drüber und scheißt gerade richtig in den Eimer rein. Nintendo scheißt richtig in den Eimer rein. Ist kein normaler Schiss, ist richtiger Dünnschiss. Der Eimer ist schon komplett voll. Aber die machen immer weiter. Das läuft schon zur Seite raus, läuft schon vom Rand runter. Aber die machen immer weiter. Nintendo macht immer weiter. So ist das gerade eben, wenn man jetzt gerade eben irgendeinen Content diesbezüglich macht. Irgendwie, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin gerade eben, ich bin gerade eben so froh, dass ich inzwischen nur noch solche Videos mache. Ich keine Gaming-Videos mehr mache. Meine Videos sich eigentlich, wenn man mehrere Videos von mir anguckt, man eigentlich zu 99% jemand ist, der da ist wegen mir als Person und nicht wegen irgendeinem Thema, weil darüber bin ich gerade so froh, weil ich bin jetzt in einer Position, wo ich sagen kann, okay, Nintendo zieht Scheiße ab, dann mache ich kein Nintendo mehr, dann bringe ich kein Nintendo mehr, dann spiele ich das nicht mehr, dann mache ich dazu keine Videos, ist mir egal, Nintendo ist scheiße, dann bin ich auch weg von Nintendo, dann ist es halt so, aber ihr müsst euch das vorstellen, die kompletten Kanäle, die sich komplett jetzt auf Nintendo oder zum Großteil auf Nintendo jetzt spezialisiert haben, wenn man das so nennen möchte. Wir gucken uns jetzt eigentlich, nehmen wir es einfach mal als Beispiel den Nintendo. Den Nintendo, der sich jetzt auf Nintendo spezialisiert hat, der das fast nur als Content macht, der über 10.000 Videos hochgeladen hat, wovon vielleicht 9.000 Videos oder 9.500 Videos was mit Nintendo zu tun haben. Solche Kanäle, die sind gerade eben einfach in so einer unfassbaren Scheißlage, muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Die sind gerade eben in einer so extrem beschissenen Lage, einfach weil Nintendo als Firma, ich verstehe den Sinn hinter Nintendo momentan, ehrlich nicht. Ich verstehe den Sinn hinter Nintendo momentan nicht. Und ich werde jetzt auch einfach sagen, ich als Person, mache ja generell keine Gaming-Videos, aber ich habe es auch letztens schon gesagt, ich werde auch keine Live-Let's Plays mehr machen. Zu irgendwelchen Nintendo-Spielen, solange sich die Firma nicht ändert. Ich habe bis vor kurzem noch Live-Let's Plays zu Spielen gemacht, vor allen Dingen auch zu Nintendo-Spielen, weil mir halt die Spiele eigentlich Spaß gemacht haben. Zum Beispiel hier ein Odyssey-Ding jetzt oder ein Smash Bros-Ding oder Mario Plus Rapid Sparks of Hope und so weiter und so fort. Das werde ich nicht mehr machen. Das werde ich nicht mehr machen, bis sich diese Firma irgendwann ändert. Bis sich die Firma irgendwann ändert, werde ich keine Live-Let's Plays mehr in irgendeiner Art und Weise zu dieser Firma machen, zu dessen Spielen machen, keine Videos diesbezüglich machen, allerhöchstens vielleicht mal kurz im Stream spielen, denn diese Firma ist gerade eben, es ist einfach dumm. Ihr müsst euch das vorstellen, auf diesem Kanal jetzt hier zum Beispiel, keine Ahnung, auf dem Kanal gibt es irgendwie 3000 Stunden Werbung praktisch für Nintendo-Produkte und die gehen hin und sagen, nö, weg mit dir. Ich verstehe den Sinn hinter dieser Firma nicht. Wenn wir jetzt einfach mal hingehen, wirklich, der Film hat, ich will mir auch inzwischen gar keine Produkte mehr von der Firma kaufen. Ich will, weil das ist so ein fader Beigeschmack, dass wenn du dir irgendwas von dieser Firma kaufst, du einfach komplett, es ist einfach sinnlos. Du tust den größten Schmutz momentan damit unterstützen, wenn du dir irgendwas von der Firma kaufst. Deswegen werde ich mir auch nichts mehr davon kaufen. Ich werde vielleicht ab und zu im Stream mal was spielen diesbezüglich von Spielen, die ich schon habe. Ich werde mir aber nichts Neues mehr kaufen, weil ich habe da keinen Bock drauf, das zweite so der Art und Weise zu supporten. Wenn wir jetzt einfach mal hingucken, der Film, der hat ihn schon so viel eingebracht, das ist einfach abnormal. Aber wir gucken einfach mal auf die Switch. Guckt euch das einfach mal an. Die Switch hat bereits, aber da hat noch 2022 19,3 Millionen Einheiten weltweit verkauft. Im Vorjahr 2024, der hat inzwischen über, ich glaube, 100 Millionen, weit über 100 Millionen Verkäufe hat die Switch inzwischen. Weit über 100 Millionen Verkäufe hat die Switch inzwischen. Einfach jetzt mal auf die Firma gesehen. Und auf so einer Firma, auf so einer Konsole, geht die Firma nicht hin und macht neue Spiele. Die machen keine neuen Spiele für die Konsole, die tun bloß alles draufporten. Wisst ihr warum? Weil die Firma gefühlt, die Firma, die tut alle Einnahmen, die machen, tun die straight up verwenden, um irgendwelche Anwaltskosten zu bezahlen, um einfach wieder zack, 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 irgendwelche Leute hier wegzustriken, wegzuclaimen. Ach, wir schreiben da nochmal eine Anzeige. Oh, du machst Werbung für unser Spiel. Putz, Junge, aus dem Leben gerissen. Das ist legit. Nintendo hatte letztens schon mal so einen Fall gehabt, der einfach fucking abnormal war, was das Ganze anging. Und zwar ist nämlich Nintendo einfach hingegangen, ich habe jetzt hier kein Bild, aber Nintendo ist letztens, hatten die schon mal so einen Fall gehabt, der einfach unfassbar abnormal diesbezüglich war. Die sind hingegangen und haben irgendeinen Typen, der glaube ich eine Mod hochgeladen hatte, haben die einfach verklagt. Die haben den auf, ich glaube, 10 Millionen US-Dollar verklagt und bis der diese 10 Millionen US-Dollar eingenommen hat oder den zurückgezahlt
gezahlt hat, praktisch mal, Schadensersatz gezahlt hat, muss der, ich glaube, 20% oder 30% seines Einkommens pro Monat für diese 10 Millionen Dollar Strafe aufbringen. Das ist ein normal verdienender Typ in Amerika. Das ist, der kann sich diese 10 Millionen nicht leisten. Damit ihr einfach mal versteht, auf was für ein Schadensding Nintendo den Dude verklagt hat. Die verklagen einfach ihre größten Fans. Und ich kann dieses Unternehmen nicht unterstützen. Ich kann dieses Unternehmen nicht unterstützen. Und ich werde jetzt hiermit auch wirklich jetzt sagen, ich werde keinen Live-Let's Plays mehr zu dem Ding machen, bis sich die Firma in irgendeiner Art und Weise ändert oder bessert. Die gehen einfach hin, tun alles mögliche wegstriken, tun alles mögliche weglöschen, tun alles mögliche claimen, keine Ahnung, tun eigene Level in ihrem eigenen Spiel, was darauf ausgelegt ist, dass in diesem Spiel von Fans Leveln gebaut werden. Die Level tun die auch weglöschen. Ich weiß gar nicht mal, was denn ihr wirkliches Ziel ist mit der ganzen Sache. Ich weiß nicht, warum die das Ganze machen, aber keine Ahnung. Ich kann mir die Firma nicht nachvollziehen. Du machst Modding für das Spiel. So, Bro, what the fuck? Ich inzwischen hab legit Angst, oder was heißt Angst? Aber ich denke mir inzwischen schon, yo, ich kann dazu nichts mehr Neues hochladen in der Art und Weise. Weil dann laufe ich Gefahr, dass ich dann selber für irgendwas einen Strike oder so bekomme. Ich habe, und das sage ich als Person, die nie irgendeine Mod oder so gespielt hat. Ich habe mich lediglich auf meinem Kanal nur an normalen offiziellen Spielen auf offiziellen Wege von denen gezeigt. Und selbst ich denke mir inzwischen, yo, holy shit, wie ist das? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, das noch online zu halten. Ich werde es online halten, solange es geht. Aber selbst ich bin mir inzwischen, Bro, will ich das überhaupt noch machen? Das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist auf meinem alten Gaming-Kanal einen Let's Play zu machen, wo ich einen Let's Play zu New Super Mario Bros. U Deluxe, den normalen New Super Bros. U gemacht habe, was ich über einen Emulator gespielt habe, wobei man dazu auch sagen muss, yo, ich habe das Originalspiel da unten als physische Version unten im Regal stehen und direkt auch daneben steht eine Wii U. Also dementsprechend denke ich mal nicht, weil da ist es halt obviously, dass ich so in der Originalfassung besitze. Aber ich bin inzwischen, will ich diese Firma nicht mehr supporten und ich hoffe wirklich, dass auch immer mehr Leute dazu kommen, dass die Firma nicht mehr supportet wird in der Art und Weise, bis sich halt was ändert, weil... Klar haben sie vielleicht zu vielen Dingen die Rechte dazu, auch wenn Nintendo, das muss man auch nochmal dazu sagen, das ist ja schon oft vorgekommen, dass sie auch irgendjemanden angeklagt haben, dann war auf einmal, ach nee, der hat ja doch alles richtig gemacht, nee, wir ziehen das mal schnell zurück, dann wurde der Fall fallen gelassen, aber auf jeden Fall, zu vielen haben die Rechte, aber trotzdem ist es moralisch bei weitem nicht vertretbar, was dort gemacht wird und deswegen hoffe ich einfach, dass immer mehr Leute dazu kommen und das Ganze auch einfach nicht mehr supporten, weil wenn dieser Firma nicht mal irgendwo ein Riegel, wenn man das jetzt so nennen will, vorgeschoben wird, dann werden die damit immer weitermachen, es wird immer absurder. Und ich meine, irgendwann, wenn die sogar dazu kommen, dass die jetzt irgendwelche normalen Streams oder so von mir jetzt löschen lassen würden jetzt, oder halt auch von anderen, wo alles ganz normal gezeigt wird, ich glaube, dann haben wir wirklich irgendwann einen Punkt erreicht, wo die sich damit so extrem selber schaden würden, dass sie damit selber dafür sorgen würden, dass die bankrott noch gehen würden oder so, keine Ahnung, nicht bankrott, aber zumindest extreme Einbrüche dann haben würden bei den Verkäufen oder so, weil damit machen die sich ja selber alles kaputt, deswegen, das war jetzt heute leider ein bisschen mehr ein Rant als über ein anderes Thema, aber das muss heute einfach mal sein, weil ich wollte heute das einfach mal bekannt machen, wenn man das jetzt so nennen möchte, bezüglich der Nintendo-Thematik, weil das muss einfach mal gesagt werden, finde ich persönlich, und wie gesagt, dementsprechend, ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten hier auf dem Kanal, lasst gerne ein Like und ein Abo da, um keine Streams mehr zu verpassen, um keine Videos mehr zu verpassen und schreibt mir gerne eure Meinung bezüglich dem Ganzen runter in die Kommentare. Eure Meinung zu Nintendo gerne runter in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao an der Stelle.